willkommen zu einer neuen Folge von Kalte Füße. Neben mir ist Sophie. Yeah, und wir sind jetzt gerade auf dem Schiff und wir fahren jetzt von Stockholm nach Paris. Heute haben wir richtig kalte Füße bekommen. Es ist nämlich Schnee überall. Und wir gehen jetzt zum Jägerla-Wasserfall. Seid gespannt. Kuchen. Jonas. Los geht's. Der Ort heißt Kuchen. Und es schneit. Ich habe richtig Bock, Leute. Und hier ist ein Wasserfall. Oh mein Gott, ich bin richtig excited. So, wir sehen hier das Schild. Das ist bald die Grind. Ah. Ich weiß es nicht, vielleicht. Keine Ahnung, wir gehen jetzt zum Wasserfall. Das ist irgendwie 8 Meter hoch und vielleicht kann man auch drunter stehen, so wie dieser Mensch hier. Wow, das wäre mega. Gefahrenzone. Dangerous area. No risk, no fun, ne? Let's jump. Ja, es ist fallendes Wasser. Ja, wie das aussieht? Wie? Wie Bier. Wie Bier. Kann man da auch runter durchlaufen? Lass mal ausprobieren. Ich bin im Wasserfall. Wasserfall. Dort halt nass. Cool, wenn man da so steht, dann wird man so ein bisschen nass gesprieselt, weil das Wasser natürlich auch nach hinten irgendwie kommt. Schade, dass er nicht gefroren ist. Aber so sieht auch das Moorwasser aus, so rötlich. Ja, klar. Und hier sind auch welche TikToker am Start, die ja, gerade die neuesten Videos machen für ihren Account. Das Mädel im Hintergrund, das hier so tanzt vor dem Wasserfall. Das war der Wasserfall. Jetzt geht's zurück. Oder sowjetische Hinterlassenschaften? Sowjetische Hinterlassenschaften. Ich glaube, ich würde eher Altstadt. Was können wir sagen? Gibt mehr Kabums oder Schokokabums? Das heißt Karums, oder was heißt? Vanille. Vanille. Ja. Regen oder Eiseskälte? Eiseskälte. Tütensuppe oder russische Tütensuppe? Magie-Tütensuppe. Ja. Estnische Pfefferkuchen oder schwedische Pfefferkuchen? Schwedische. Auch eher schwedische. Am besten sind die deutschen im Kuchen. Rimi oder Lidl? Lidl. Was wärt ihr lieber im Norden? Katholisch oder evangelisch? Oh. Kann man nicht so ein Schweigerecht. Lieber Dunkelheit und klarer Himmel oder so richtig bewölkt und neblig? Bewölkt und neblig finde ich manchmal schon cool. Ich will den klar sein im Aber ich finde, das drückt die Stimmung auch aus. Aber hat was Mystisches. Kloster in der Pampa oder Großstadt? Dann Großstadt. Ja, wenn es jetzt nicht auf den Ort bezogen ist. Wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg. Schnee fällt, überall ist es weiß und es ist ganz still. In der Ferne hört man die Straße. Es ist einfach nur total friedlich und total entspannt. So, wir haben uns jetzt entschieden, ein bisschen nicht den Weg an der Landstraße zu nehmen, sondern ein bisschen außerhalb. Wir waren gerade auf einer super alten Brücke. Ich bin jetzt alleine auf mich gestellt. Weil ich habe die anderen verloren. Nee, habe ich nicht. War nur Terz. Also die sind hier auch nirgends. Ich habe entschieden, noch ein Stückchen zu laufen, weil der Bus erst später kommt und ich kann nicht so lange stehen und einfach nur warten, weil sonst wird mir wirklich kalt. Bist du bereit, Jonas? Ja. Hast du Angst? Und los! Wow, mein Gott, der ist ja richtig schnell. Und guck mal, wie weit der fährt. Nein! Oh mein Gott, der wäre ja verschwunden. Weißt du, wie weit du gerutscht bist? Das war schon ein bisschen riskant, weil auf einmal von rechts Verkehr kam. So, wunderbar. Das mache ich auch gleich, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Du musst aufpassen, wirklich von rechts kommen die Leute dann. Vielleicht soll ich mehr da rutschen. Die rasen halt da übelst. Es ist ganz schwierig, wieder hochzukommen. Also wirklich. Guck mal, wie die Kinder alle da rutscht man da so runter. Ja, guck mal, die rutschen alle ab. Wieso kann das? Das ist so geil. Gerade befinden wir uns auf dem Sonnendeck. Richtig, das ist eigentlich gar nicht so kalt. Und hier sind noch 2 spielende Kinder im Hintergrund. Pauline und Anna. Und hier ist auch noch Greta. Sie macht gerade ein paar Insta-Fotos, beziehungsweise... sie filmt, genau, für ihren Blogbeitrag. Nicht. Wir starten jetzt und dann kommen wir morgen an. Ich glaube um 11. In Tallinn, genau. Ja. Und wir können schon 2 Worte Estnisch. Terbisex. Und Terre. Und was heißt das, Terbisex? Gesundheit und Prost. Und was heißt Terre? Hallo. 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 Danke. Jetzt gehen wir wieder rein, weil es ist kalt.
Und dahin geht sie. Es ist wunderbar. Da ist sie. Jetzt muss man alles wieder hochlaufen. Willst du deinen Fans noch was sagen? Mein Bruder kriegt meinen Computer. Falls er stirbt. Welcher Bruder, ja? Ja, du hast doch zwei, oder? Der Älteste. Meine Schwester kriegt mein Zimmer. Achtung, das ist ein Mensch. Ja. Wo rutscht du überhaupt? Der fährt wohl auf das braune Teil zu. Ich hab gesagt, bitte nicht. Ja. Oh! Okay, jetzt ist das erste Geschichte gewesen. Da guck, was wieder. Oh, sein Handy ist da. Oh. Ja, sein Handy. Oh, ui. Oh, komm, Alter. Was geht's? Ich hab so Angst drauf. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ich habe von falsches Es durchgeredet. Ja, oh, umgejammert. Ich habe doch gesagt, Mulis heißt heute. Hey, man hat das so. Ich bin die Lehrerin, ich liebe Fehler. Ne? Ich lebe ja. Doch. Pädagogisch wertvoll. Pädagogisch wertvoll. Lebenfehler. Ich lebe die Fehler. Okay, alle Kinder zusammen jetzt. Ja, alle Kinder zusammen. Jetzt Alex. Auf, oder? Ja, okay. Natürlich. Okay. Tschüss. Ich denke gerade von dem Katharina-Schloss in Tallinn. Stirnband oder Mütze? Ah, Mütze. Ich finde Stirnband cooler. Mayo oder Ketchup? Ketchup. Skandinavien oder Baltikum? Skandinavien natürlich. Ich finde beides toll. Schloss oder Holzhütte? Schloss. Kommt drauf an, so eine Holzhütte in den Alpen. Also wenn ich das Schloss dabei. Nicht putzen muss? Ist Knallerbs oder Wunderkerze? Knallerbsen, safe. Nein, Wunderkerze. Citre oder Tetra-Backwein? Citre. Aber Plastik-Citre. Aber ich bin ein zu großer Weißwein-Fan, deswegen ja. Tetra-Backwein. Rutsche oder Schaukel? Schaukel. Wald oder Wiese? Wald. Meer oder Moor? Ja. Ja, das ist auch hat auch. Ja. Zug oder Bus? Zug, ich finde Bus mega stressig. Ja. Fähre oder Flugzeug? Fähre. Herr Koschka oder Bärchen? Koschka natürlich, ne? Hallo! Hallo! Also Alex, guck mal ein bisschen netter. Wir kommen bei kalte Füße. Dankeschön. Semester feiern. Ohne Witz, hier sieht's richtig messihaft aus. Wir machen das noch ordentlich. Das ist Madeleine. Hallo Madeleine. Das ist Fritzi. Hallo. Das ist Alex. Pauline. Greta. Anna, die gerade wunderbar filmt. Anna, dreh mal die Kamera auf. Sieht immer. Wir sind jetzt in der evangelisch-lutherischen Gemeinde Tallinn. Dürfen wir netterweise in der Kirche schlafen. Ja. In der Kirche. Ja. Madeleine schläft noch ein bisschen. Hallo Madeleine. Ja. Gemeinde sagen. Das kriegt Gemeinde. Wir haben so zwei in eins. Kika. Eins zum Haar und jeder. Hoho, so, so. Klein. Jetzt filme ich schon wieder. Weißt du, ich mache jetzt wenigstens 5 Sekunden, dann lohnt sich der Film auch. Eigentlich machen wir gerade einen Film. Wir müssen das doch auch festhalten. Heidi hat uns eingeladen zum Essen. Ja. Und Jonas. Jonas hat ein Räucherhäuschen mitgebracht. Nee, Räucherkerzchen. Ich habe auch ein Räucherhäuschen jetzt zu Hause. Ich schneide die Lasagne. Wofür haben wir Lasagne gemacht? Für unsere Silvesterfeier. Es gibt... Spinat, Sahne, Tomaten, Mozzarella da so mehr. Mmh, sieht lecker aus. Nach ausgedachtem Rezept. Und hier zum Tisch. Und die Teller sind schon alle weg. Ja, du darfst das! Du musst erst deine Kinder Hades Tannenbaum ist so schön. Oder? Neues. Sowas von.
oder Meer? Meer. Berge. Im Sommer oder im Winter hier sitzen? Sommer. Mittelmeer oder Ostsee? Ostsee. Westsee. Westsee. Ja. Tallinn oder Tartu? Ich wollte einfach nur Alex' Reaktion. Das ist schon schwer. Du kannst vielleicht Tallinn mit Riga vergleichen, aber nicht Tallinn mit Tartu. Ich glaube, ich Tartu sage. Estland oder Schweden? Estland. Bar oder Club? Bar. Tanzbar? Martin oder Hannes? Keiner von beiden. Plan A oder Plan B? Plan A. Plan B. Martin war ja auch nur der Plan B. Stimmt auch wieder. Kreditkarte oder mit Cash Money? Kreditkarte. Kreditkarte mittlerweile. Euro oder Kronen? Euro. Ja oder nein? Europäische Union. Ja! Hund oder Katze? Hund. Hamster? Die eigentlich über Estland und Tallinn gehen, das Ganze? Ja. Schwarz, Rot, Gold oder Weiß? Welche Reihenfolge ist das? Blau, Schwarz, Weiß. Also von den Farben her finde ich die estnische schöner. Dito. Lieber eine Stunde weniger 2019 oder lieber eine Stunde mehr 2020? Eine Stunde mehr 2020, ja, sehe ich auch so. Herzlich willkommen. Wir sind gerade im Weihnachtsmarkt in Tallinn. Also wieder Weihnachtsbaum. Und hier hinter uns der Weihnachtsmarkt. Ja, wir übernachten jetzt bei den deutschen Gemeinden. Wir erkunden jetzt die Stadt. Tschüss. Tschüss. Seasons change, I wish they didn't have to. Wir sind jetzt in Tartu angekommen. Skies could always stay blue, and with November comes the clouds, my winter has arrived. Snow begins to fall, I have to say goodbye. Now I've reached my December, cold is setting in. The sky is growing darker. Tschüss. I can see the seasons change. I wish they didn't have to. Time could just stand still. The skies could always stay blue. Hast du Bock, da hochzugehen? Die Luft ist echt dünn geworden. Estlands größter Berg. Es ist krank kalt hier oben. Ich habe wieder mega viele Dings in den Augen. I've reached my December. The cold is setting in. Komm, Schwester. The sky is growing darker. I'm getting thin. When December's over, I don't know where I'll go. January's waiting, so I can't feel the snow. Voll das grüne Wasser vor allem. Könnte mal gerade mal Eisbaden gehen. Sieht nicht nur glatt aus, ist es auch. Und da geht Jonas und lässt mich zurück. Wird schon mal schneller.